keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen kleinen Video und heute schauen wir uns die Quest Zwillinge bezwingen vom Magierturm ein bisschen genauer an. Es handelt sich dabei um die schwere Artefaktwaffen-Herausforderung für den Schattenpriester, dem Gleichgewichtsdruiden, dem Frostmagier, dem Treffsicherheitsjäger und dem Gebrechenshexenmeister. Die Artefaktwaffen-Herausforderung ist, wie eben erwähnt, nur verfügbar, wenn der Magierturm steht. Ist dieser deaktiviert bzw. wird er gerade gebaut, dann steht diese Herausforderung nicht zur Verfügung. Einmal am Tag könnt ihr die Herausforderung zudem kostenlos in Angriff nehmen und darüber hinaus kostet jeder Versuch 100 Netersplitter. Wir schauen uns das Ganze anhand meines Frostmagiers jetzt mal an und dabei möchte ich gleich von vornherein sagen, dass das nicht unbedingt für alle anderen genannten Spezialisierungen auch gelten muss. Deswegen werden wir das Ganze ein bisschen objektiver anschauen, was es denn hier überhaupt zu beachten gibt, denn in Sachen von Slow-Effekten und natürlich klassenspezifischen Fähigkeiten ist das Ganze natürlich ein wenig unterschiedlich. Wir befinden uns hier in dem Szenario auf einem kleinen Stück Felsen, der im wirbelnden Nether irgendwo rumfliegt und haben es mit den Brüdern Raist und Karam zu tun. Raist befindet sich in der Mitte, er ist der Caster und Karam ist der Nahkämpfer, welcher am Anfang noch uns zur Seite stehen möchte, dann aber von Raist übernommen wird und gezwungen wird, gegen uns zu kämpfen. In der ersten Phase ist Raist in der Mitte nicht angreifbar, sondern wir haben es nur mit Karam zu tun. Dieser greift uns an oder versucht uns anzugreifen und deswegen ist es enorm wichtig, ihn kontinuierlich wirklich zu kiten, denn wenn er uns erreicht, haut er uns wirklich mit einem Schlag aus dem Leben. Dementsprechend ist Tanken hier keine Option, es ist keine Option, ihn irgendwie näher kommen zu lassen, sondern wir müssen wirklich dafür ständig sorgen, dass er einfach auf Abstand bleibt. Karam besitzt in dieser Phase 75 Millionen Lebenspunkte und die erste Phase endet erst dann, wenn wir ihn auf 30% runtergehauen haben. Das kann durchaus schon mal eine Weile dauern, in meinem Fall je nachdem wie die Procs sind, im meisten Fall natürlich irgendwie schlechter als sonst, da hat man das Gefühl, dass Blizzard hier einen auf jeden Fall ein bisschen in die Enge treiben möchte und insgesamt ist es hier sowieso sehr wichtig, sein ganzes Repertoire an Fähigkeiten zu benutzen, das bedeutet eben auch weitere CC-Fähigkeiten, Fähigkeiten, die den Gegner beeinträchtigen können, all dies könnt ihr hier verwenden, um die Gegner eben zu beeinträchtigen, um daran sie zu hindern, euch zu erreichen, beziehungsweise einfach sie in ihren Fähigkeiten beeinträchtigen oder eben ganz diese zu unterbinden. Besonders sinnvoll und effektiv ist in dieser Herausforderung auf jeden Fall Sefos Geheimnis, also der Ring, der einen besonderen Proc-Effekt hat, der ist hier sehr zu gebrauchen und darüber hinaus auch das Buffwood Bären-Tatar, welches es einem erlaubt, kurzzeitig schneller zu laufen, nachdem man einen Gegner getötet hat. Warum, sehen wir gleich in Phase 2 und den Phasen darüber hinaus. Diese beginnt nämlich hier und Karam wird im Prinzip in einer Art Kuppel immun und sitzt dort erst einmal rum und regeneriert sich. Jetzt ist Raist in der Mitte angreifbar. Dieser hat eigentlich nur eine Fähigkeit, er feuert Schattenblitze ab. Diese machen nicht besonders viel Schaden und ihr solltet euch euren Kick auch aufsparen und nicht dafür verwenden. Ansonsten werden noch viele kleine Voidlinge beschworen, welche euch ebenfalls nicht erreichen sollten. Das bedeutet, ihr solltet hier möglichst alles slowen, was nur geht. Und im Prinzip dreht sich der ganze Kampf darum, dass ihr sämtliche Gegner eigentlich immer nur hin und her kitet und euch nicht treffen lasst. Denn anders als von Karam seid ihr zwar nicht sofort tot, wenn so ein kleines Vieh euch angreift, aber es haut euch auf jeden Fall ganz gut rein. Sobald Raist in dieser Phase 75% Lebenspunkte erreicht hat, wird Karam wieder aktiv. Jetzt sind beide Gegner angreifbar, euer Fokus sollte nun aber erst einmal wieder auf Karam liegen, damit ihr die nächste Phase triggern könnt. Wir fassen also zusammen, in dieser dritten Phase haben wir die Fähigkeiten und Gegner aus Phase 1 und Phase 2 kombiniert. Das bedeutet, Karam verfolgt euch weiterhin und darf euch nicht erreichen. Das bedeutet, ihr müsst ihn slowen. Raist in der Mitte wirkt weiterhin seine Voidlinge. Diese müsst ihr ebenfalls slowen und dürfen euch nicht erreichen. Es kommt aber auch eine neue Sache dazu, nämlich eine dämonische Hand aus den dunklen Weiten. Und diese castet einen Spell, nämlich Griff aus den Weiten. Euer absolutes Fokusziel hier muss sein, die Hand zu zerstören und den Zauber zu unterbrechen, denn sollte dieser Zauber durchgewirkt werden, dann erleidet ihr 3,7 Millionen Schadenspunkte. Das ist vielleicht mit einem kleinen Self-CD oder diversen, Hilfsmitteln überlebbar. Das kann man auf jeden Fall überleben, aber es ist nicht wirklich sinnvoll, denn eure Lebenspunkte sind danach auf jeden Fall niedrig.
Deswegen, wenn die Hand erscheint, es sorgt dafür, dass alles andere geslowt ist. In unserem Fall als Magier natürlich mit einem Blizzard im besten Fall. Und wenn euch was zu nahe kommt, Kältekegel oder Frostnova. Ansonsten sofort umschwenken auf die Hand, den Zauber unterbrechen, kurz bevor er durch ist, die Hand besiegen, denn es dauert einige Zeit, bis sie erneut den Spell wirkt. Diese Phase endet übrigens, wenn Karam wieder bei ungefähr 30% ist. Er geht dann das letzte Mal in seine Kuppel und regeneriert sich wieder. Und wir haben es jetzt in der Zwischenphase mit einer neuen Fähigkeit von Raez zu tun, nämlich beschwört er Runen immer wieder auf dem Boden und in diese müssen wir hineinlaufen bzw. uns als Magier blinzeln, dort kurz drin stehen bleiben, bis eine kleine Explosion ausgelöst wird. Diese verursacht geringen Schaden, aber wir verhindern eben dadurch, dass wir in diese Rune hineinlaufen, dass ein besonders großes Ed spawnt mit 110 Millionen Lebenspunkten, welches uns auch instant aus dem Leben klatscht, wenn es uns erreicht. In der letzten Phase, wenn Karam dann wieder aktiv ist, wird alles kombiniert. Das bedeutet, Raez ist aktiv, Karam ist aktiv, die Voidlinge sind da, die Hände sind da, die Runen sind da. Und hier gibt es jetzt eine kleine Besonderheit. Die Questbeschreibung sagt, dass wir beide besiegen müssen, aber auf Reddit wurde bereits relativ früh erkannt, dass man nur Raez wirklich töten muss, um die Quest abschließen zu können. Das habe ich auch getan, das heißt, ich bin voll auf Raez durchgegangen, habe alles gezogen, was ich habe, habe ihn besiegt und sterbe am Ende auch, weil ich eben keinen Fokus mehr auf Karam gelegt habe und dann auch eine Hand noch zusätzlich kam, die ich nicht mehr kicken konnte das zweite Mal. Aber es kann sein, dass das Ganze gehotfixt wird. Das bedeutet, verlasst euch nicht darauf. Aktuell funktioniert es, dass man einfach Raez dann schnell umbürstet, umhaut. Aber es kann auch sein, dass das gefixt wird und man gezwungen ist, Karam erst zu besiegen, die Hände natürlich weiterhin normal zu spielen, genauso die Runen, um dann am Ende Raez zu besiegen. Deswegen, wenn das irgendwann gehotfixt wird, geht das in der letzten Phase eigentlich wieder darum, Karam zu kiten, die Hände nebenbei zu machen, die Voidlinge noch zu besiegen und sich in die Runen zu stellen. Und wenn man dann Karam irgendwann getötet hat, dann geht es nur noch darum, Raez runterzuhauen. Allerdings, wenn Karam nicht mehr unterwegs ist, dann ist das wirklich eine sehr einfache Sache. Sobald man das Szenario dann erfolgreich abgeschlossen hat, begibt man sich nach Dalaran, nämlich zum Erzmagierrat, und dort gibt es dann den neuen Artefaktwaffenskin. Allerdings auch nur für die eine Spezialisierung, für die die Artefaktwaffen-Herausforderung zugeschneidert ist. Das bedeutet, ich habe zwar meinen besonderen Skin jetzt für meinen Frostmagier, als Feuer- oder Arkanmagier besitze ich diesen aber nicht. Jede Spezialisierung muss also seine eigene Herausforderung jeweils meistern, damit man den besonderen Artefaktwaffen-Skin erhalten kann. Der Druide in diesem Fall natürlich sogar 4 verschiedene und der Dämonenjäger nur 2. Für alle Frostmagier da draußen blende ich hier auch nochmal meine Talente ein, die ich dafür genutzt habe, wie ich das Ganze bewältigt habe. Und als legendäre Gegenstände kann ich auf jeden Fall Sefus Geheimnis eben empfehlen. Das sollte wirklich jede Spezialisierung mitnehmen. Und als Frostmagier explizit, wenn ihr Zugriff darauf habt, Eiszeit, nämlich die legendären Schultern, bei der die gefrorene Kugel am Ende explodiert und eine Frostnova verursacht. Leider kann ich euch das Szenario nur aus Sicht meines Frostmagiers zeigen. Ich hoffe trotzdem, dass ich für die anfangs erwähnten Spezialisierungen zumindest einen gewissen Überblick geben konnte, wie denn das Ganze dort drin vonstatten geht und welche Phasen euch erwarten. Wie gewohnt bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal sehr fürs Zusehen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Kabasch.